Ungarns gab es 2 Siege in Folge, zuletzt ebenfalls mit 2 Niederlagen hintereinander. Auf der anderen Seite können wir überhaupt froh sein, dass heute Fußball gespielt wurde in Wattenscheid. Denn ganz in der Nähe sind Erstligapartien abgesagt worden. Sowohl in Dortmund, das Spiel gegen den HSV, als auch ein paar Kilometer, weiß ich gar nicht, nördlich, westlich, keine Ahnung. Jedenfalls in Gelsenkirchen, Schalke gegen Freiburg, das Ganze auch abgesagt. Also Thomas Mörs weiß, in der Lohrheide ist man zumindest in einem Punkt der ersten Liga zumindest ebenbürtig. Ganz genau, lieber Frank, denn hier konnte gespielt werden. Und so liefen denn 44 erfolgshungrige Fußballerbeine auf satte Grün und, sehr zur Freude der Gäste aus Gütersloh, auch wieder Libero Jens Tschiedl und dazu der erst vor 3 Wochen am Blinddarm operierte Frank Scharpenberg. Doch jetzt rein ins Vergnügen und ich kann Ihnen einiges versprechen für die nächsten Minuten. Nach 6 Minuten Ecke für Wattenscheid in Schwarz-Weiß durch Teichmann. Und der Blondschopf in der Mitte heißt Hilko Ristau. Er hat die erste Gelegenheit in diesem wirklich abwechslungsreichen Spiel. Sie werden es erleben. Jetzt kam Gütersloh. Nur eine Minute später der Freistoß von Christian Mayer. Und aufgepasst, Martin, der Nachschuss. Und es ging alles ganz, ganz schnell. Ganz Gütersloh protestierte wütend bei Schiedsrichter Alfons Berg. Er hatte nicht gesehen, was unseren Kameras und auch den Gütersloher Spielern nicht entgangen ist. Wir werden es Ihnen zeigen. Wir sehen deutlich, dass Risto Bosinov schießt, dass Martin hält, Tschiedl schießt und dann geht die Hand von Hilko Ristau eindeutig zum Ball. Halten wir dem Schiedsrichtergespann mal zugute, dass es wirklich alles sehr schnell ging, aber es hätte ganz klar Strafstoß für Gütersloh geben müssen. Die anschließende Ecke. Christian Mayer. Wieder ist Jens Tschiedl vorne mit dabei. Sein Kopfball. Und Peter Martin im Wattenscheider Tor. Weiter der FC Gütersloh. Profitierte von katastrophalen Fehlern der Wattenscheider. Das ist Stendel auf dem Weg zum Führungstor. Peter Martin und Werner Kempkins gemeinsam verhindern sie das zu diesem Zeitpunkt verdiente Führungstor der Gäste. Hannes Bongert sauer auf das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Und das sollte sich in der nächsten Zeit auch nicht bessern. Wattenscheid in der Spielanlage schwach mit vielen, vielen Abspielfehlern. Schmuggels Fehlpass. Und wieder geht's schnell. Bosinov. Er verfehlt das leere Tor. Hat er bis dahin gut gemacht, der Mazedonier. Aber Peter Martin bislang noch ohne Gegentor. Weiter die Grün-Weißen. Es ging nur in eine Richtung auf das Wattenscheider Tor. Meyers blitzgescheiter Pass. Die nächste Gelegenheit für Stendel. Peter Martin dazwischen, das kennen wir schon. Eckstoß durch Christian Meyer. Die Faustabwehr von Martin nicht so glücklich. Und dann kommt Willi Landgraf. Aliyevis Kopf verhindert Schlimmeres für seine Mannschaft. Hannes Bongertz jetzt richtig sauer. Die Wattenscheider, sie kamen hinten überhaupt nicht raus. Landgraf, Kempkins mit der Hacke auf den Kopf von Meyer. Der ist kein Kopfballspezialist. Und dennoch bringt er Peter Martin erneut dazu, hier eine Glanztat zu zeigen. Eine gute halbe Stunde gespielt. Eigentlich hätte es vom Chancenverhältnis her mindestens 4-5-0 für Gütersloh stehen müssen. Wattenscheid, endlich mal wieder. Die Flanke von Diktia, der Fehler Landgraf und Aliyevi. Tausendmal haben wir es gehört, ich sage es trotzdem nochmal, das ist Fußball. Eine Mannschaft stürmt, die andere macht das Tor. Aliyevi mit seinem zweiten Saisontor, er profitiert allerdings von dem katastrophalen Fehler von Willi Landgraf. Unfassbar das Abwehrverhalten von Landgraf in dieser Situation. Das war's in dieser ersten Halbzeit. Hannes Bongertz hatte am Ende doch noch Grund zu applaudieren, obwohl seine Mannschaft bis dahin eigentlich schwer enttäuscht hatte, führte sie mit 1:0. Ja, und die Gütersloher, sie mussten sich fühlen wie der Rasen, nämlich ziemlich betreten. Nach der Pause Gütersloh aber gleich wieder mit Elan. 2 Minuten waren gespielt und das ist Frank Scharpenberg. Dieter Brey, er konnte mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden sein, aber natürlich nicht mit der Chancenauswertung. Eine Minute später. Aufgepasst, das ist Stendel. Immer noch Stendel. Und der Ausgleich.
Die neunte Tormöglichkeit, die neunte hochkarätige in diesem Spiel, führte endlich zum Tor für Gütersloh und der Ausgleich natürlich hochverdient. Daniel Stendels drittes Saisontor und er demonstriert hier ungeahnte Qualitäten als Slalomläufer. Er könnte sich sicherlich bei jedem Slalomwettbewerb in der Wintersportsaison bewerben mit diesem Video. Drei Minuten nach der Pause, also der längst überfällige Ausgleich. Und danach nahmen die Mannschaften sich eine kleine Auszeit bis zu diesem Freistoß von Christian Meyer. Peter Martin, der wirklich alles überragende Mann an diesem Abend in der Lohheide, verhindert den Rückstand. So, die Gütersloher hatten aber noch lange nicht genug. Sie wollten endlich den ersten Auswärtssieg, nicht nur den ersten Auswärtspunkt. Und aufgepasst. In der Mitte Elberfeld gegen Stark. Und das roch zumindest Stark nach Elfmeter. Aber auch die Wiederholung, sie kann nicht ganz genau aufklären, ob Stark den Ball noch spielte. Doch es gab keinen Strafstoß. Die letzte Chance in diesem wirklich packenden Spiel für Gütersloh natürlich. Und was für eine. Jens Schiedl auf dem Weg zur Entscheidung. Nein, es blieb beim 1:1 der erste Auswärtspunkt für Gütersloh. Aber eigentlich hätten es 3 sein müssen. Wichtig ist, dass die Mannschaft nach der 1:4 Niederlage in der letzten Woche Charakter gezeigt hat. Dass sie auch mutig gespielt hat, dass sie an sich geglaubt hat. Und wenn wir so weitermachen, dann ist es für mich kein Zweifel, dass wir da unten rauskommen. Unser Spiel lief überhaupt nicht. Es ist natürlich du zerbrichst dir den Kopf daran, wo liegt es innerhalb von 3 Wochen, kann nicht alles weg sein. Denn diese Abspielfehler, die wir heute gesehen haben, die waren einfach haarsträubend. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Wattenscheid hat sehr viel Glück gehabt. Wenn ich nicht den Fehler gemacht hätte zum 1:0, hätten wir hier klar gewonnen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Riesenchancen gehabt zum 3-4-0. Wir haben sie leider nicht genutzt und ich mache dann so einen dummen Fehler. Tut mir natürlich leid für die Mannschaft dann.